Mit 5 Begleitern, mit 4 Motorrädern und mit einem Transporter fährt mein heutiger Gast von Europa nach Jordanien. Und zwar im Rahmen einer Rallye. Herr Endres, wie viele Kilometer liegen denn da ungefähr vor Ihnen? Ja, es werden so circa 7000 Kilometer sein. Die Reise geht dann über Österreich, Slowenien, Kroatien nach Bosnien-Herzegowina. Da wird unser erster Stopp sein. Von da aus geht es dann weiter nach Serbien, Bulgarien, in die Türkei, in den Südosten, nach Mersin. Von da aus werden wir mit der Fähre dann nach Israel fahren und von Israel nach Jordanien rein. Einmal in Jordanien angekommen, sollen ja das Equipment und die Fahrzeuge letztendlich auch an wohltätige Zwecke übergeben werden. Genau, das ist ja der Hauptgedanke der Veranstaltung. Bedingung ist, dass die Fahrzeuge müssen älter als 20 Jahre sein, dürfen einen bestimmten Marktwert nicht überschreiten. Die Herausforderungen sind natürlich für ein Motorradteam wesentlich höher als für ein reines Autoteam. Wir sind gut gerüstet und ein Teil der Mitfahrer waren zum Beispiel in Nordafrika unterwegs, sie waren im Iran unterwegs, sie waren auf dem Nordkap, sie waren auf dem Balkan, sie waren in der Türkei. Also es sind alles Leute, die ferne Reisen erprobt sind. Wenn man auf dem Motorrad sitzt, wie viel bekommt man denn noch bei so einer Fernreise wirklich von Land und Leuten mit? Ja, da bekommt man sehr viel mit, mehr als wenn man im Auto sitzt, weil das Fahrerlebnis ist wesentlich intensiver. Das ist ja auch ein Gedanke von uns, die Begegnung mit den Menschen dann. Kann man in Zeiten, wo jeder, sage ich mal, auch über das Thema Nachhaltigkeit diskutiert, das in Anführungszeichen rechtfertigen, dass man zwar für einen guten Zweck, aber doch auch für den persönlichen Spaß solche Reisen macht mit dem Motorrad? Ja, denke ich, kann man schon rechtfertigen, weil ich denke, was unterm Strich dann rauskommt, wenn man die Waage anschaut, hängt mehr dann auf die gute Seite.